Hallo Freunde, hallo YouTube. Dies soll eine Videoantwort werden für den Hans Dieter vom YouTube-Kanal Nordseemensch. Er wollte ja unsere kleinen Taschenmesser sehen und dem komme ich gerne nach. Ich habe hier mal in der Mitte zur Größenorientierung so ein 50 Cent Stück gelegt und ziehe jetzt halt mal wahlweise ein paar kleine Messer raus. So circa so 7 cm Klingenlänge. Das kleinste, was ich hier in der Sammlung habe, denke ich mal, ich messe jetzt nicht die Größen nach, wäre hier ein Ladybug. Das habe ich, wie in anderen Videos schon mal erwähnt, geschenkt bekommen. Das hier ist einem Spyderco-Rettungsmesser nachempfunden. So Klingenlänge. Mit Ricasso so 4 cm, sage ich jetzt mal. Und auch ein Backlock und Full Serrations. Nettes kleines Messer für einen Schlüsselanhänger. Wie gesagt, ich sage es jetzt mal dazu, ist nicht 42A konform. Also auch diese kleinen Messer fallen unter den 42A. Also quasi hier so ein Rettungsmesser von Spyderco, die Miniatur eines Rettungsmesser, Full Serrations, Backlock. Ich lege es hier so auf die Seite hin und auch was Kleines, dies hier habe ich mir ausgeliehen. Zuschauer, die meinen Kanal verfolgen, die werden wissen, wem das gehört. Ich habe mir hier dieses Ladybug von einem Sprintrun ausgeliehen, nicht vom Sprintrun ausgeliehen, sondern dieses nette kleine hier. Die Spezialität wäre quasi hier, da ist auch ein Aogami Superstahl verbaut. Also wie gesagt, das ist nicht mein Messer, aber ich habe halt gedacht, das fällt schön unter kleine Taschenmesser rein. Auch ein Ladybug in ja, Sonderausführung Sprint Run. Dann kommen wir zu meinem ersten Dragonfly. Das hier hat noch AOS 8 Stahl und hier hinten ist der Pocket Clip quasi mit eingegossen in den Griffschalen. Vernietet. Das war mein erstes Dragonfly. Auch so circa, ja, was hat es denn? So circa mit Ricasso, so circa 6 cm, ein führiges kleines Messer. Und da mir die Dragonflies vom Design her und vom Gewicht her und von der Schneidfähigkeit sehr gut gefallen, habe ich so ein paar Dragonflies gesammelt. Hier wäre zum Beispiel eins in Orange. Das ist allerdings schon die zweite Generation, da gibt es hier diesen Drahtclip dazu und die ganzen Nieten, was an der ersten Generation ist, kann man jetzt hier als Schrauben sehen. Also das ist ein verschraubtes Messer, ein paar Verbesserungen hier an der FRN-Beschalung, in anderen Grip rein oder eine andere Struktur. Der Klingenstahl. Hier wäre VG10. Hier mit den gleichen Abmessungen, bloß mit einem anderen Stahl und anderen Griffschalenfarbe. Das Dragonfly in Monostahl in ZDP 189. Die Farbe nennt sich, glaube ich, hier British Racing Green. Auch verschraubt. Diesen Drahtclip. Hier in Dragonfly, Spyderco Dragonfly, gerade wieder mit diesem, ja in Kombination mit diesem hier, einen Aogami Super Blue Stahl, Dragonfly der zweiten Generation. Jetzt weiß ich nicht, ob die Kamera das einfängt, hier die Laminatlinien. Das ist ein Messer, das rostet, also der Aogami, der ist nicht rostfrei. Immer schön einölen. Eines meiner ersten, hier dieses Vollstahl Cricket. Das ist so ein Messer,
für die Jeans-Tasche, obwohl auch ein Pocket Clip dabei wäre. Das ist jetzt hier das Vollstahl Cricut. Auch ein kleineres Messer. Das wäre hier dieses Slip Joint von Spyderco. Das hier wäre das Pingo. Da waren zwei dänische Messermacher mit Spyderco involviert und haben dieses Messer ja designt. Hier wurde verbaut in österreichischer Stahl. Ich möchte jetzt nichts falsch sagen, österreichischer N690 Böhler Stahl. Das Messer wurde hergestellt in Maniago in Italien. Auch wieder dieses Orange. Das wäre jetzt ein Messer zum Führen hier in Deutschland. Das wäre 42A konform. Hier hätten wir wieder ein Pendant zum dänischen Markt. Hier dieses Pingo zielt auf den dänischen Markt ab oder zielt es auf die dänischen Messermacher ab. Keine Ahnung, aber dieses hier hat es Dänemark schon im Namen. Dieses hier wäre dieses Spyderco DK-PK, auch ein Slipjoint. Slipjoint heißt eigentlich nur, das wird hier von der Feder gehalten, lässt sich nicht verriegeln. Entschuldigt bitte so ein bisschen die Anglizismen, aber Spyderco ist nun mal eine amerikanische Firma und da lebe ich halt mit denen ihren Fachbegriffen oder Ausdrücken. Auch ein ziemlich führiges Messer. Sagen wir so, von der Silhouette her ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch ein führiges Messer und auch in Maniago, Italien hergestellt für Spyderco in N690 Stahl, vergleichbar, sage ich jetzt mal, mit einem guten 440C. Last but not least, gehört auch zu den kleineren Messern. Das ist ein Messer, wo in Taiwan hergestellt wurde für Spyderco, das Spyderco Cat. G10-Beschalung, Liner-Lock und 440C Stahl. Der Flachschliff ist unheimlich scharf ausgeführt. Und hier seht ihr das Liner-Lock. Offene Architektur, Edelstahl, Drahtclip, Pocketclip. Und da schauen wir schön, wie lang das wäre, ob es noch in die Kategorie kleine Messer für den HD reinfällt. Das sind auch so circa 6,5 cm. So. Die Victorinox SDs oder Victorinox Classics wurden ja schon zu oft gezeigt. Die habe ich jetzt diesmal nicht mit dabei. Das könnte man jetzt quasi sagen, meine kleinen Spyderco's, was im Laufe der Jahre so mit zusammengekommen ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es grüßt. Der Indoranger.